The Taste 2021, das große Finale. Phänomenal. 8 Wochen lang haben sie alles gegeben. Die 16 besten Köchinnen und Köche und ihre Coaches. Renn, renn. Bitte mach eine Sache und mach sie. Hol den Teller raus, hol den Teller raus. Okay. Don't touch it, don't touch it. Okay. Servus, grüezi und hallo. Mit Spaß, Leidenschaft und großer Kochkunst. Für den einen Löffel, der alles entscheidet. Spitze. Alter, unfassbar gut. Das ist so geil. Heute geht es um den Sieg. Team Tim Raue zeichnet sich durch Einzigartigkeit, durch Individualität aus. Aber das wird dem Mann nichts bringen. Es gewinnt eh nur einer. Ja, ich will gewinnen. Alexander und Tim, was soll ich sagen? Es gibt nur noch ein Ziel. Alle anderen platt machen. Ich möchte den Sieg. Etwas anderes ist für mich überhaupt gar keine Option. Möge der Bessere gewinnen. Punkt. Und das sind unsere FinalistInnen. Aus dem Team Tim Raue, Paula, Christopher, Tim und Janni. Mit Titelverteidiger Alex Kumpner gehen Hanna und Maximilian ins Rennen. Katrin will mit Vierfachsieger Alexander Herrmann gewinnen. Das ist The Taste, das ist das Finale. Wer gewinnt The Taste 2021? Und es kann alles passieren. Die ersten Heroes sind schon mal da. Herzlich willkommen, sehr verehrte Coaches. Seid ihr bereit? Ja. Für den natürlich. Showdown? Definitiv. Jawohl. Ja? Wunderbar, dann legen wir gleich los. Ein herzliches Willkommen auch an unsere ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten. Die The Taste-Familie ist wieder vollständig. Und hier sind die besten Köchinnen und Köche, die es bis hierher geschafft haben. Aus dem Team Alexander Herrmann, Katrin. Wenn man im Finale steht und man hat eine Kandidatin, die so großartig ist, dann gibt es nur noch ein Ziel. Alle anderen platt machen. Diese zwei kommen in den Doppelpack für Team Alex Kumpner. Hier sind Hanna und Maximilian. Es ist super verrückt. Ich bin nicht mehr alleine. Ich habe jetzt Max an meiner Seite. Niemals hätte ich gedacht, dass ich ins Finale komme. Und sagenhafte 4 Kandidatinnen und Kandidaten kommen für das Team von Tim Raue. Hier sind Paula, Janni, Christopher und Tim. Was er brennt. Team Tim Raue zeichnet sich durch Einzigartigkeit, durch Individualität aus. Und wir werden versuchen, den Professor und den Schönling beiseite zu drängen und schlussendlich auf dem Treppchen zu stehen. Jetzt habe ich es bis ins Finale geschafft. Und das allein ist für mich eigentlich schon so ein riesiger Erfolg. Ein Gewinn, also das wäre einfach schon fast too much. Wow, ihr Lieben, was für eine Reise. Und jetzt steht ihr hier. Ja, und Frank ist einfach Frank. Der ist zwar da, aber halt ohne Kandidaten. Wir haben es mit den Kandidaten diesmal nicht geschafft. Aber nur die Besten kommen weiter. Und das ist das Prinzip der Sendung. Und eins, ihr Lieben, und auch ihr lieben Coaches, kann ich euch schon mal versprechen. Überraschungen wird es geben. Oh. Für jeden und auf jeden Fall, ja. Und unseren Sieger oder die Siegerin werden wir natürlich mit Ehre und Ruhm überhäufen. Es wird tolle Preise geben. Angefangen mit 50.000 Euro Preisgeld. Außerdem gibt es das erste eigene Kochbuch. Ihr seht, da fehlt nur noch das Foto drauf. Das wird es ab morgen schon im Handel zu kaufen geben mit den schönsten Rezepten der Staffel. Das bedeutet, Sie zu Hause können das alles schön nachkochen. Dauert zwar ein Weilchen, macht aber riesig Spaß, das verspreche ich Ihnen. Das ist natürlich das Nonplusultra, ne? Eigenes Kochbuch, Mega-Publicity, 50.000 Euro. Tönt schon ein bisschen an. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Denn Freshenet schickt die Siegerin oder den Sieger von The Taste 2021 mit Begleitung für 5 Tage nach Barcelona. Die Gewinnerin oder der Gewinner erlebt als Highlight eine Führung in der legendären Freshenet-Kellerei in San Sadurni d'Anoia. Bienvenidos a Freshenet. Und im Anschluss ein exklusives Weintasting.
Außerdem darf sie oder er Barcelona kulinarisch bei einem exklusiven Gourmet-Dinner erkunden und steigt zentral in einem 4-Sterne-Boutique-Hotel ab. Also, eviva España! Barcelona zu Frisonet, das wäre mega. Und dann verrate ich euch, wie wir heute unsere Siegerin oder unseren Sieger finden. Grundsätzlich werdet ihr alle heute in Eigenregie kochen. Das bedeutet, innerhalb des Teams darf sich nicht geholfen werden. Super. Die einzigen, die euch beistehen und beratend unterstützen dürfen, sind eure Coaches. Und wir kochen heute in 3 Runden. Nach der ersten Kochrunde wird uns schon der oder die erste von euch verlassen. Denn nur 6 von euch kommen in die 2. Runde. Und hier gibt es eine echte Premiere. Oi. Denn zum ersten Mal in der Geschichte von The Taste wird es knallharte Kochduelle geben. Und zwar im K.O.-Verfahren. Das bedeutet, nur wer sein Kochduell gewinnt, zieht auch in die 3. und letzte Runde ein und hat hier die Chance, Gewinner oder Gewinnerin von The Taste 2021 zu werden. Boah. Also, diese 1:1 Challenge, da geht's jetzt auch richtig ab, ja? Das ist finalwürdig. Großartig. Dann fehlt uns nur noch unser erster Gastjuror. Und hier kommt der erste Tipp. Unser Gastjuror kommt zurück nach Hause. Tim, Conny, Roland. Hört sich jetzt nach Melzer an. Nee. Es ist seine Frau. Vielleicht kommt die Lea oder die Cornelia oder die Maria. Um genauer zu sein, ist es die Ex von Alexander. Hä? Welche? Die Liste kannst nur du jetzt durchgehen im Kopf. Unbekundeter? Sie lernt in den besten Häusern, unter anderem bei Cornelia Poletto. Eine Kandidatin? Peter Maria Schnurr und Heiko Antoniewicz. Lisa. Und dann gewinnt sie Deutschlands größte Kochshow, The Taste, im Jahr 2017. Juhu. Heute ist sie natürlich Sterneköchin, denn sie hat sich ihren Wunsch vom eigenen Restaurant erfüllt. Und mit dem Michelin-Stern ist es auch der erste Michelin-Stern für The Taste. Das ist ja stark. Was für eine Story. Alter, aus dem Sterne-Restaurant Frieda in Leipzig. Hier ist Lisa Angermann. Lisa ist eine fantastische Person, eine außergewöhnliche Köchin. Lisa ist das beste Beispiel, was The Taste mit einem machen kann, wenn man The Taste gewinnt. Schöner kann man ein kulinarisches Märchen nicht schreiben. Mein Name ist Lisa Angermann. Ich habe 2017 The Taste gewonnen und ja, betreibe mittlerweile mit meinem Mann zusammen hier im wunderschönen Leipzig das Restaurant Frieda. Wir sind dieses Jahr im März mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Ein Ereignis, was wir immer noch überhaupt nicht greifen können und was einfach ein wunderschöner Moment war. Also das Frieda sollte schon immer ein Ort sein, wo Herzlichkeit und Gastlichkeit gelebt wird. Der Name Frieda kommt von der Oma von meinem Mann. Es war einer der besten Köchinnen und Gastgeberinnen, die ich kannte. Und so wollten wir das hier auch in dem Laden leben. Die Gäste können sich bei uns auf einen tollen Abend in eigentlich schon fast familiärer Atmosphäre freuen. Also ganz wichtig ist für mich oder auch bei den Gerichten, die wir entwickeln, einfach immer, dass wirklich Handwerk im Vordergrund steht, dass es immer saisonal ist und es muss einfach immer schmecken. Das ist das Wichtigste. Also das Prägendste bei The Taste für mich war, dass ich noch mal ganz viel über mich selber gelernt habe. Und das hat auch schon noch mal ein bisschen was mit mir gemacht, dass ich mich auch mal mehr getraut habe. Also ich glaube, jeder, der bei The Taste mitmacht, hat schon mal von vornherein gewonnen. Weil er hat einfach für sein Leben was gemeistert und auch sich eine Herausforderung gestellt. Und das kann einem auch keiner mehr nehmen. Liebe Lisa! Ich bin so aufgeregt. Oh, es ist so schön, dass du da bist. Wirklich. Wirklich, ja. Ich freue mich wahnsinnig. Ich kann nur sagen, ich habe seitdem du da aus dem Aufzug rausgekommen bist, Gänsehaut. Weil es war schon sehr besonders damals für uns. Es waren so viele Hürden, wir haben so viel gemeistert. Und dann hat sie diesen Sieg geholt. Damit steht es! Lisa, herzlichen Glückwunsch! Und das ist emotional verankert. Das packt mich. Ich hatte, glaube ich, auch für mich den besten Coach der Welt.
Ich glaube, es gab keinen emotionaleren Moment als dann der zweite Gastjuror. Silvio Nicol war das damals mit dem Los Blaubeere Kapuzinerkresse. Und Alex und mir dann gesagt hat, dass wir es tatsächlich damit geschafft haben. Der nächste Kandidat fürs Finale. Meine Fresse. Ist. Blaubeere Kapuzinerkresse. Also was für ein wunderbares Wiedersehen. Aber wir wollen natürlich das Wichtigste nicht vergessen. Wir sind heute hier zum Kochen. Eure erste Aufgabe heute lautet 3 Texturen von. 3 Texturen von einem Produkt, das ist tricky. 2 geht immer, 3 ist schwierig. Ja, eine Textur ist ein Mundgefühl. Ja, es kann etwas knackig sein, es kann etwas zähes, es kann etwas weiches sein. Das heißt, ihr werdet gleich 3 unterschiedliche Texturen oder Konsistenzen zu einem Produkt auf eure Löffel bringen. Und was dabei zur Auswahl steht, das zeigen uns jetzt Dominik und Emma. Ich mag das, wenn man sich auf eine Sache fokussieren muss, wenn man sich um ein Produkt kümmern muss. Und ich glaube, das wird super. Hier finden wir jetzt einiges. Zwiebel. Artischocke, Kaisergranat, Blumenkohl, Apfel, Saibling, Himbeere. Das sind richtig schöne Produkte. Manche sind schwieriger in 3 Konsistenzen zu verarbeiten, manche sind einfacher. Warum ausgerechnet diese Zutat? Ich wollte schon, dass es einfache Zutaten sind, die vielleicht auch wirklich auch jeder kennt und mit denen auch jeder schon mal was gemacht hat. Aber nicht täuschen lassen. Das Schwierige ist, aus vermeintlich einfachen Zutaten wirklich dann was Spektakuläres einfach zu machen. Da kann man sich so ein bisschen kreativ ausleben. Also da würde mir schon viel einfallen, besonders in die Richtung Gemüse. Und da kommen wir auch schon zu den Regeln für unsere erste Runde im Finale von The Taste 2021. Jeder von euch zieht gleich ein Los. Und dann habt ihr 60 Minuten Zeit, die Aufgabe auf eure Löffel zu bringen. Nach dieser Kochzeit, liebe Lisa, wirst du 7 Löffel verkosten und wirst uns sagen, welches der beste Löffel ist und welches der schlechteste Löffel ist. Der Koch oder die Köchin hinter dem schlechtesten Löffel wird uns dann leider schon verlassen und wird nicht mit in die zweite Runde kommen. Und liebe Lisa, du wirst mir nicht nur den Erstplatzierten verraten, sondern auch den zweitbesten Löffel. Denn die 2 Bestplatzierten dürfen nachher in der zweiten Runde ihre Duellgegner aussuchen. Oh, ist das gemein. Das kann demütigend werden. Puh, lala. Okay. Krass. Da hat man schon ein bisschen so die Angst in allen Augen gesehen, glaube ich. Jetzt wird's richtig ernst. Da macht man sich Freunde fürs Leben. Ja, ja. Liebe Lisa, für dich soll es natürlich ein großes Geheimnis bleiben, wer jetzt hier was kocht. Deswegen hast du ein Päuschen und darfst aus dem Studio. Dankeschön. Liebe ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten, euch darf ich in die Kandidaten-Lounge einladen auf ein Gläschen Sekt oder Wein. Von da aus dürft ihr weiterhin mitfiebern. Einen großen Applaus gibt's jetzt für dich, Lisa Angermann. Ich drück die Daumen, jedem Einzelnen. Bis nachher. Alles klar, wir ziehen jetzt die Lose. Und hier ist Dominik. Und Emma ist auch wieder dabei. Hallo. Wir ziehen von links nach rechts. Das heißt, Maximilian darf anfangen. Du entscheidest und wir machen dann zusammen. Was? Okay, lieber Maximilian, du hast gezogen. Und du hast gut gezogen. Und du hast sehr gut gezogen. Was ist es denn geworden? Ja, Artischocke. Die Artischocke. Artischocke ist geil. Ich finde Artischocke richtig geil. Dein Coach freut sich schon mal. Freust du dich auch darüber, Maximilian? Nö. Tatsächlich alles andere außer Artischocke hätte ich liebend gern genommen. Liebe Hanna, dann darfst du jetzt ziehen. Und es ist? Die Zwiebel. Zwiebel. Oh, Zwiebel ist ich finde es gut, glaube ich. Freust du dich über die Zwiebel? Ja. Super dankbares Gemüse, wenn man so viel damit machen kann. Man kann ein Püree machen, man kann die knusprig machen, man kann die sauer und süß und alles machen. Also ich bin sehr froh über mein Los. Ja, wenn sie sich freut, freue ich mich auch. Aber Zwiebel ist schon meiner Meinung nach weitaus schwieriger, sinnvoll in Texturen zu backen. Aber wenn es wer schafft, dann die Hanna. Wunderbar, Hanna. Das hört man doch gerne vom eigenen Coach. Jetzt ist Christopher dran mit dem Ziehen. Christopher, was hast du gezogen?
den Blumenkohl. Den Blumenkohl. Und ist das ein schönes Los für dich? Auf jeden Fall, ja. Du freust dich. Auf jeden Fall. Ja, Blumenkohl. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Tim lächelt auch. Sehr. Sehr. Die Artischocke ist weg. Okay, Janni, jetzt drücken wir dir die Daumen. Scheiße. Komm, mach. Kaisergranat. Ja! Janni, was ist es geworden? Kaisergranat. Der Kaisergranat. Kaisergranat. Oh mein Gott. Und wie findest du das, Janni? Ja, sehr geil. Ja? Also ich freue mich. Aber Ball flach halten, lieber. Das war so mein Wunsch, als ich die Produkte gesehen habe. Und dann habe ich es auch noch gezogen. Ja, mega das coole Los. Lieber Tim, du bist dran. Und wir sind gespannt, was draufsteht. Der Saibling. Der Saibling! Kannst du damit was anfangen? Ja, bestimmt. Wird mir gleich noch was einfallen. Ist okay, aber es hätte bessere Lose geben können, aber auch schlechtere. Genau. Gut zusammengefasst. Paula, du darfst jetzt ziehen. Apfel und Himbeere sind noch heiß. Himbeere. Himbeere! Ist das ein schönes Los für dich? Ja, ich schon. Oh. Hui, also Himbeere ist mit Abstand für mich das Schwerste von diesen Losen. Sie schmeckt zwar lecker, aber in diesen 60 Minuten aus der Himbeere was zu machen, pff. Liebe Katrin, dann darfst du natürlich auch noch ziehen. Nämlich? Ach nee. Der? Na, Apfel. Apfel. Das gibt's ja gar nicht. Apfel kann vieles, aber er kann halt kaum knusprig. Das wird schwer. Ihr werdet das Ding schon schaukeln. Liebe Coaches, geht auf eure Kanzeln. Wir starten in die erste Runde unseres Finales. Eure 5 Minuten Beratungszeit starten genau jetzt. Die dritte Textur, Paula, wird ganz wichtig, ne? Ja. Püree ist klar, roh ist klar und dann musst du was Drittes machen. Die einzige Frage, was ich mir stelle, ist süß oder salzig? Puh, salzig? Was mit Ente? So wie so Kirsch, Himbeer, Ente? Boah, finde ich extrem gewagt, Paula. Extrem. Also eher süß. Also Ente haut nicht hin mit Himbeere. Okay, dann mache ich süß. Herzhaft wäre mir eigentlich lieber. Ja, mir auch. Irgendwie vom Bauchgefühl her. Also wir können ein Püree machen. Wir können so mit Lecithin so eine Luft machen. Ja? Ich hasse Artischocken bis zum Sankt Nimmerleinstag. Oh, ne? Yeah. Es hätte alles andere sein, das würde für mich nur ich dachte, keine Artischocke. Du freist dich. Nee, null. Mach den Kopf frei. Mach den Kopf frei. Der ist frei. Mach den Kopf frei. Das Wichtigste ist nur, dass du die Artischocke zuputzen kannst. Ja, ja, ja. Chip, Tartar. Sud und Kaviar. Muss das Gemüse ganz perfekt machen und dann auf dem Löffel hübsch anrichten. Also ich hätte gern ein knuspriges Element aus dem Apfel. Wir hatten mal so Kartoffel gekocht, haben das mit Himbeer gemixt und dann so aufgestrichen und haben wie so ein Esspapier gemacht. Aber das ist natürlich aus Apfel schwer herstellbar. Vielleicht vom Kopf was nehmen zum Frittieren. Das, aber ich weiß nicht, ob das schmeckt. Also das weiß ich nicht, wie du das machen willst. Ich würde aus dem Kopf eine Mayo machen. Ja. Na, ich würde aus dem Kaisergranaten Sud ansetzen. Ich habe auch schon überlegt, ein frittiertes Stück mit Tempura. Ja, aber dann mit Stärke oder ganz, ganz hauchdünnem Tempura. Für mich ist Artischocke immer in Verbindung mit Tomate sehr schön. Ja. Weißes Tomatenwasser, ganz klassisch. Also Tomaten grob schneiden, salzen, bisschen zuckern, mixen, abhängen lassen. Und das reduzieren wir mit Butter und das ist unser Saftel. Ich kann ja mehr Texturen machen, oder? Ich würde es aber nicht übertreiben. Ich würde roh gepickelt machen, da bist du super drin. Dann Blumenkohlpüree. Dann habe ich noch aufgeschrieben, den Blumenkohl in Röschen geschnitten und dann nur kurz mit Salz, Zucker im Ofen. Noch 30 Sekunden. Ich mache ein Soubise, das ist ja so eine weiße Zwiebelcreme mit Risotto-Reis. Dazu gibt es Stubenkükenkeule, frittierte Zwiebeln, gepickelte kleine Perlzwiebeln, die dann abgeflammt werden. Sehr schön. Eine Schnittlauch-Vinaigrette und irgendwie Brotcroutons. Gut. That's it. Denk dran, die Hauptkomponente muss klar, ersichtlich und erschmeckbar sein. Eure Beratungszeit ist vorbei und eure 60 Minuten Kochzeit starten genau jetzt. Ich mache den Tomatensud, ne? Ja. Das war das, wir den schon mal haben. Bist du sicher, dass du das so machen möchtest? Ja, wir machen das. Ist dein Löffel. Ja, aber das ist gut. Das ist gut und okay. Ich vertraue dir und ich brauche dich. Ich brauche dich auch. Komm, deswegen Gas geben jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt mehr als nur ein Coach. Ich werde ihm helfen, soweit ich kann, aber er muss es kochen. Es ist immer noch sein Löffel. Ich mache ein Baiser von der Himbeere, also so ein Eiweiß, ein Cracker, ein Gel und so ein Ragout mit Portwein und dazu so eine Vanille-Frischkäse-Creme. Und ich mache sicherheitshalber einen Crumble, falls das Baiser nicht knackig wird.
Ganz wichtig ist die Aromen dazu. Vanille, Limette, Pistazie. Yippie-yay. Also ich glaube, in meinem Team bin ich jetzt nicht diejenige, die mir vielleicht immer das perfekte Handwerk zeigt. Aber meine Stärke ist halt oft, dass ich versuche, eine kreative Umsetzung von einem Thema zu machen. Finale ist natürlich sehr, sehr schön, dass ich es geschafft habe. Ja, aber es heißt erstmal wieder am Anfang beeilen und Gas geben. Bei mir gibt es heute einen Orangen-Saiblingssud mit gegartem Saibling, einem Saiblings-Sashimi, dazu einen kleinen Fenchelsalat, ein bisschen Creme Fraiche und Saiblings-Kaviar mit noch einem kleinen Saiblings-Hautchip. Ich habe meinen Saibling erstmal massakriert, also ich habe ihn ein zweites Mal umgebracht. Vielleicht frage ich da mal lieber Tim, bevor ich den nächsten auch zerhackstücke. Das war wieder eine Tim-raue Lehrstunde für Tim. Die Schneide geht bei dir hoch, die Schneide muss runter. Du musst richtig auf der Haut lang schneiden. Ja, ja. Ja, weiter, weiter, weiter schneiden. Scheiße. Macht nix. Ach, jetzt muss der arme Kerl den Saibling filetieren. Hat das noch nie gemacht, oder was? Aber er ist trotzdem dabei. Also ich finde das schon toll. Also, dass Tim es geschafft hat, ist für mich auch ja. Ne? Geil. Ja, oder? Also, ja, absolut. Auch unselbstbewusst reingekommen. Ich bin nur Hobbykoch. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Ganz und dass er so weit gekommen ist, aber der wurde ist auch sehr gut gecoacht, finde ich. Von hier nimmst du es hinten und schubst es in die Richtung ab. Einfach mit dem geraden Messer. Messer ist gerade. Ja, einfach mal kurz rüber. Spürst du da kleine Schuppen? Ja, und siehst du sie fliegen? Die müssen runter. Ah, okay. Ich habe es überraschenderweise gut hinbekommen, würde ich sagen. Also die Haut war nachher frei von Fisch. Das Filet war ganz in Ordnung. Also fürs erste Mal war es ganz okay. Ich finde unser Apfellos eigentlich ganz cool. Bisschen schwierig wird es, diesen Apfel knusprig hinzukriegen, aber wir geben uns Mühe. Ich koche heute ein Iberico-Schweinefilet in einem Sud aus Apfelstauden, Sellerie und Estragon. Mit einem Apfelgel, einer Apfelluft, einem Apfel-Esspapier. Ich habe den Auftrag, Katrin nach vorne zu heben und die ist brillant. Sie ist wirklich brillant. Schön apfelig und vor allem auch am Schluss der Sellerie. Aber nur so ein bisschen, gell? Ja, ist gut, ist gut. Das ist natürlich jetzt schon was. Vier Kandidaten zu coachen bedeutet, zu hoffen, zu wissen und dankbar zu sein, dass sie alle hochindividuell sind, ihren eigenen Weg gehen, eine Idee haben und damit dann hoffentlich auch bestehen werden. Es ist wie immer mit den Themen. Es gibt Sachen, die sind einfacher. Christopher, der hat Blumenkohl und hat auch drei unterschiedlich farbene, weiß, gelb und lila und kann natürlich dementsprechend einen zu Püree verarbeiten, einen roh und einen geschmort gegart machen. Bei Janni, der hat halt einen Kaisergranaten und muss sich halt an dem Tier abarbeiten. Es muss natürlich aber auch immer alles sehr klar und eindeutig rausschmeckbar sein. Und das wird ganz, ganz, ganz wichtig. Ich freue mich extrem, auch mein Los. Das war echt genau das, was ich mir gewünscht habe. Also ich mache einmal ein rohes Tatar, dann eine sous-vide gegarte Garnele und eine frittierten Kaisergranat. Das Ganze liegt auf einer Vinaigrette und eine Mayo, die auch aus dem Krustentieröl ist. Melone ist auch sehr, sehr geil. Habe ich schon vorne. Aber mach nicht so viel, jetzt hast du Melone, Orange, Frühlingslauch. Das ist nur Vinaigrette, das sieht man nicht. Bei Janni ist es so, wenn der eine Entscheidung getroffen hat, ein Gericht zu kochen, dann büchst du ihm immer noch sein Gehirn aus und sagt, du kannst da noch was dazu machen und noch was dazu machen. Bremse, Bremse, mein Freund. Du musst nicht mit 240 in die Kurve gehen. 160 reicht. Bleib bei deinen Aromen, bitte. Ja, mach ich. Mach 1000 Sachen. Ich freue mich, dass ich ihn losgezogen habe, was ich jetzt heute kochen kann. Das heißt, das Finale fängt gut an, auf jeden Fall mit dem Thema. Ich fühle mich wohl. Ich bin nicht so angespannt und gestresst wie bei den letzten Malen. Und ich koche einfach einen leckeren Löffel jetzt. Und das ist die Hauptsache. Also bei mir gibt es heute eine Soubise, also ein weißes Zwiebelpüree mit Risotto abgebunden. Dazu gibt es eine Stubenkükenkeule, eine abgeflammte Perlzwiebel, ein Zwiebelkonfit mit roten Zwiebeln und frittierte Zwiebelringe und eine Schnittlauchvinaigrette. Oh, aber ich muss viel weinen heute. Aber vor Freude, nicht weil ich traurig bin. Ich finde mein Los heute mal wieder richtig kacke. Und habe Alex schon gesagt, dass ich da echt seine Unterstützung, seinen Rat brauche, dass wir einen schönen Löffel hinkriegen. Ich mache ein Viererlei von der Artischocke, ein Püree, ein schönes geschmortes Stück, dann ein kleines Ragout und Artischockenknusper. Und da arbeiten wir jetzt zusammen dran. Ich habe das letzte Mal Artischocken in der Ausbildung verarbeitet. Und das ist schon ein paar Jährchen her. Du brauchst sie nicht vierteln, nur halbieren, weil die werden gemixt. Einfach nur zack, zack und rein.
gut. Ja, das schaut gut aus. Jetzt koste zuerst. Ist schon so ein bisschen Anspannung, wenn er jetzt quasi im Finale steht, dann meinen Löffel kocht. Ich koche ihn aber nicht. Ich würde das vielleicht auch von den Handgriffen anders machen. Ist schon tricky. Du ein bisschen Salz und Zucker rein und dann hängen wir es mal ab. Ja. Der Sud war mega frisch, richtig schön tomatig, leichte Süße, leichte Säure. War wirklich sehr, sehr angenehm und hat super zur Artischocke gepasst. Wenn man hört, verschiedene Texturen, freut man sich, weil du kannst dann ein Produkt wirklich zum Star machen. Und zwar nicht nur geschmacklich, sondern eben zwischen den verschiedenen eben Konsistenzen. Bei mir gibt es etwas Knuspriges, bei mir gibt es etwas Luftiges, bei mir gibt es etwas Geliges, bei mir gibt es etwas, ein Sud gibt es noch, also was Flüssiges. Und was Knackiges gibt es auch noch. Das hier wird mein Apfelgel. Da habe ich jetzt Apfelsaft drin, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Agar-Agar. Koch das einmal auf und schmeckt es dann ab. Das Gel auf dem Löffel ist halt was Frisches und so zart schmelzend ist. Und ich habe halt ordentlich Pfeffer reingemacht. Mhm. Also, finde ich sehr gut, auch dass es diese Säure hat. Hat Schärfe mit Pfeffer. Mhm. Perfekt. Lassen wir so? Perfekt. Also noch bin ich sehr entspannt. Gucken mal, wie sich das so alles entwickelt im Laufe der Zeit jetzt. Aber ich meine, ich habe ja ein super Thema gezogen. Blumenkohl ist natürlich ein super Los, also es macht natürlich Spaß. Ich mache einmal ein Blumenkohlpüree, dann den Blumenkohl gepickelt, Blumenkohl roh, Blumenkohl gebacken im Ofen. Also es werden ein paar mehr Texturen eventuell, wenn ich es hinkriege. So. Manchmal ist ja mehr, ne? Paula, darf ich dich um was bitten? Ja. Nimm schnell die Hälfte ab. Nee, streich das nicht. Nimm die Hälfte ab, hol dir einen Spritzbeutel. Ja. Hol dir einen Spritzbeutel. Nein! Ja. Hör auf, das zu verstreichen. Oder ein Drittel reicht mir. Ja, ich wollte es halt so ausstreichen und dann so brechen. Ist vielleicht so ein bisschen moderner. Aber der Tim meinte dann... Ganz süße kleine Töpfchen. Und dann haben wir das gemacht. Geschmacklich ganz, ganz toll, Paula. Super. Atze, wie ist bei dir da drüben? Läuft ganz gut. Ich habe meinen Sud hier angesetzt für den Saibling. Ich mariniere gerade meinen Saibling, den ich jetzt einfach im Ofen abschiebe bei 60 Grad. Den Saibling habe ich gegart, indem ich ihn erstmal ein bisschen Limettenöl, ein bisschen Orangenschale, Salz erstmal mariniert habe. Hast du schon den Sashimi-Schnitt gemacht? Warte. Hab ich noch nicht? Nee, habe ich noch. Ich würde an deiner Stelle die beiden halbieren, weil die passen von der Länge sehr schön. Mhm. Sashimi ist einfach roh, dünn aufgeschnittener Fisch. Also mehr ist das gar nicht. Nein, auf keinen Fall. Sashimi muss ja dünn sein und Sashimi wird nicht so geschnitten, gerade also, sondern schräg. Ah, okay, ja. So, genau. Genau so. Ja, da trifft natürlich japanische Perfektion auf Tim, der meilenweit von japanischer Perfektion entfernt ist. Du schneidest so, guck mal. Schneiden. Vorsichtig, du nimmst viel zu viel Kraft. Zart, das ist das zarteste Pflänzchen, das ist eine Fee. Schneide die Fee, ganz, ganz zart, tu ihr nicht weh. Ja, yippie-yay. Ab im Ofen damit, ne? Genau. So, perfekt, wunderschön, wunderschön. Und noch einer. Das ist halt das, wo wir jetzt ein bisschen Zeit verlieren, weißt? Also Artischockenputzen macht mir genauso viel Spaß wie in der Ausbildung, nämlich gar nicht. Das ist halt die Artischocke, braucht viel Aufmerksamkeit für wenig Ergebnis. Ich sag dir jetzt, was ich dann als nächstes machen würde, damit du es mal gehört hast. Ja. Den Artischockenboden schwenken wir in der Pfanne mit einer Knoblauchzehe. Ja. Dann schneidest du dir wieder Tomaten und dann zerdrückst du die. Wir geben ein bisschen Weißwein, löschen wir ab und dann schmoren wir die da drin. Die Tomaten fallen zusammen, geben das Aroma ab und dann lassen wir die stehen. So, als nächstes nimmst du dir dann die Artischocke, hobelst sie fein auf, tupfst sie trocken und dann frittieren wir die noch. Ja. Und als drittes können wir uns eben überlegen, entweder wir machen ein Püree oder ein Tatar. Im Idealfall machen wir beides. Ja, das ist immer schwierig. Wenn jemand so gar nichts dagegen sagt, dann habe ich das Gefühl, irgendwas ist falsch. Also ich habe gern die Diskussion. Irgendwo in der Mitte trifft man sich dann. Heute haben wir uns nicht in der Mitte getroffen. Heute war alles bei mir. Wir schauen jetzt, dass wir in den nächsten 20 Minuten, das hört sich absurd an, den Löffel fertig machen. Ich weiß, dass du das Gas kannst. Gas geben, ja. Okay, Digga. Voll. Was ist das, was du da machst? Braune Butter. Davon brauche ich ein bisschen was für die Vinaigrette. Danach werden die roten Zwiebeln drin geschmort, mit Cherry, Zucker, ein bisschen süßes Confit. Fühlt sich wohl? Ja. Denk dran, dass die, wenn du die nur von einer Seite gasst, dann vielleicht auch ein bisschen mit Deckel arbeiten. Mhm.
weil sonst sind sie oben ganz knackehart. Ja, Hanna und ich verstehen uns halt blind und das funktioniert. Und sie funktioniert auch am allerbesten, wenn man sie einfach machen lässt. Also ich tue jetzt da bei ihr gar nicht klugscheißen. Wenn was nicht passen sollte, dann sage ich es ihr. Es gibt keine goldenen Sterne mehr zu verteilen jetzt im Finale. Und das finde ich gut, weil ich weiß, ich bin die mit den meisten Sternen. Ich weiß nicht, wozu es noch gut sein kann, aber es wiegt mich auf einer guten, sicheren Seite. Falls ich sie mal brauche, bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgestellt.